Kulturweit ist der Internationale Kulturelle Freiwilligendienst des Auswärtigen Amts und der Deutschen UNESCO-Kommission. Es gibt schon jahrzehntelang das Netz der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und es lag irgendwie in der Luft, dass ein Freiwilligendienst da sehr gut passen würde. Das ist entstanden aus vielen Gesprächen, in denen uns aufgefallen ist, es gibt ganz viele Freiwilligendienste und Kulturweit füllt die Lücke, die es gab und die ich immer schmerzhaft gespürt habe. Kulturweit zeigt Wirkung weltweit, in Schulen, in Universitäten, im Goethe-Institut oder in der UNESCO-Nationalkommission. Überall bringen die Freiwilligen ihr eigenes Wissen, eine ganz andere Perspektive und viel jugendlichen Elan mit ein. Ich habe als Streitschlichter in Albanien, als Organisator einer Schreibwerkstatt in Belarus oder als Veranstalter eines Umwelterziehungsseminars. Überall sind eigenverantwortliches Engagement und Kreativität gefragt. Jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, ins Ausland zu gehen, dort ein bisschen helfen, deutsche Kultur vorzustellen und andererseits ganz viel mitzunehmen von dem, was sie in den Gastländern lernen. Darum ging es uns. Die Freiwilligen beginnen sich während ihres Einsatzes andere Fragen zu stellen, neue Fragen zu stellen. Wofür stehe ich eigentlich? Wofür steht Deutschland? Wofür steht mein Gastland und die Menschen, die dort leben? Und nach ihrer Rückkehr haben sie vielleicht noch mehr Verständnis für Menschen, die hier in Deutschland mit einem anderen kulturellen Hintergrund leben. Für viele Menschen, gerade junge Menschen, eröffnet sich zum ersten Mal ein Horizont, der auch bedeutet, dass sie sich ihre Zukunft nicht innerhalb der deutschen Grenzen oder nicht allein innerhalb der deutschen Grenzen vorstellen können, sondern vielleicht einen Teil ihres beruflichen Lebens auch im Ausland verbringen. Das prägt, glaube ich, weil es auch Persönlichkeiten verändert, erweitert, ihnen einen offeneren Blick auf diese komplizierte Welt ermöglicht. Es ist einfach schön zu sehen, wie viele junge Menschen Neugier, Zeit und Energie mitbringen, um sich für interkulturelle Verständigung einzusetzen und für internationale Zusammenarbeit. Da steckt eine ganz besondere Dynamik dahinter, die ansteckend wirkt. Was mich am meisten freut, dass viele junge Menschen, die dann für ein paar Monate im Ausland waren, wirklich mit Freude und Dankbarkeit zurückkommen und das wirklich auch als Bereicherung ihres Lebens empfinden. Das finde ich toll.